Das Züriwetter moderiert heute einen Mann, der nicht nur über den Schnee und die Kälte redet. Er ist ihnen tagtäglich ausgesetzt. Der Martin Giger ist obdachlos. Sein Auftritt bei Tele Züri ist Teil einer europaweiten Kampagne, um aufzuzeigen, wie schwer es Obdachlose haben. Was es alles braucht hat, bis zu der außergewöhnlichen Fernsehpremiere, sehen Sie im Beitrag von Remo Müller und Jonas Bischof. Und auch morgen am Nachmittag schneit es weiter. In der Stadt nicht mehr so viel. Der Martin Giger moderiert das Züriwetter. Für seinen grossen Auftritt kommt der Obdachlose am Morgen um 10 Uhr zur Tele Züri. Hallo? Guten Abend. Hoi. Die Wettermoderatorin Janet Eckenschwiller unterstützt ihn heute. Danke schön. Als erstes Mal geht es für einen Obdachlosen ungewohnt direkt in den VIP-Raum. Da erklärt die Wetterfirma 51-Jährigen, auf was es ankommt beim Moderieren. Trotz Beruhigungsbier steigt der Puls bei Martin. Natürlich habe ich Bierenfieber. Oder sagen wir Lampenfieber. Lampen. Lampenfieber. Weil ich tritt ja nicht jeden Tag im Fernsehen. Oh, komm im Fernsehen. Normalerweise steht der Martin nicht auf der Sonnenseite des Lebens. Ursprünglich war er Krankenpfleger. Aber 2007 kommt für ihn alles zusammen. Er wird angefahren, seine Freundin stirbt an einer Lungenembolie und dann verliert er auch noch die Wohnung und muss auf der Straße leben. Das ist nur eine Frage vom Einrichten. Weißt du, von der Organisation, da brauchst du halt zwei Schlafsäcke. Einen und dann noch einen drin und so. Der Martin weiss, was Kälte bedeutet. Umso spezieller ist es für ihn, um das Wetter zu moderieren. Ohne Probe geht es direkt ins Studio 2. Das ist da, werden die ausgemacht. Aha. Das ist deine Wand. Gut. Hier vor der grünen Wand muss Martin stehen. Dann kann die Regie hinten dran die Wetterkarten einblenden. Der Textlister wie die anderen Moderatoren auch vom Teleprompter ab. Und dann geht's los. Hallo zusammen, ich bin der Martin. Ich bin obdachlos und lebe seit Jahren auf der Straße, auf der Gasse oder auf der Platte, wie man sagt. Nach der Aufzeichnung sind alle begeistert von Martin. Und auch er selber ist zufrieden. Ja, es ist gegangen. Weißt du, ich vergesse irgendwann mal, dass da die Kamera läuft. Ich habe zwar den Prompter angeschaut, logisch. Aber im Grundsatz bin ich auch mich. Ja. Dass der Martin heute am Fernsehen kommt, ist Teil einer europaweiten Kampagne von der Agentur Saatchi Saatchi, die auf die Lage der Obdachlosen aufmerksam machen will. Also die grösste Schwierigkeit war, dass der Martin ins Studio gefunden hat. Das ist natürlich nicht ganz einfach. Er hat gesundheitliche Probleme. Wir haben ein paar Anläufe gebraucht, aber heute ist er gekommen und ich muss sagen, ich bin begeistert. Er hat es wirklich sehr gut gemacht. Trotzdem Auftritt im Rampenlicht an Martin sein Leben geht auch nach dem heutigen Tag weiter wie bisher. Er muss sich auf der Straße durchschlagen. Ciao miteinander, ich gehe wieder auf Gas.